Willkommen zu diesem Video-Tutorial über das Dolibar ERP und CRM-System. In diesem Video sehen wir uns an, wie Spesenabrechnungen in Dolibar verwendet werden. Voraussetzungen: Aktivieren Sie das Modul Kostenabrechnung über das Menü Startseite Einstellungen Module. Erteilen Sie Ihren Benutzern die Berechtigung für die Module. Weitere Informationen zum Einrichten von Berechtigungen für Benutzer finden Sie in unserem Video Benutzer, Gruppen und Berechtigungen. Spesenabrechnung erstellen. Spesenabrechnungen sind im Personellmenü verfügbar und ein wichtiges Werkzeug zur Erfassung von Projektkosten. Können durch Klicken auf die Menüoption neu erstellt werden. Die Menüoption ist verfügbar, solange der Benutzer über die entsprechende Berechtigung zum Erstellen von Spesenabrechnungen verfügt. Geben Sie ein Start- und Enddatum für die Spesenabrechnung an. Wenn Sie ein Vorgesetzter oder Administrator sind, können Sie einen Benutzer auswählen, der Ihnen untergeordnet ist. Wenn nicht, wird der Benutzer automatisch als Sie selbst befüllt. Sie müssen auch den Benutzer auswählen, der für die Genehmigung der Spesenabrechnung verantwortlich ist. Für Mitarbeiter wird das automatisch auf den Vorgesetzten des Benutzers eingestellt. Sie können die Notizfelder verwenden, um zusätzliche öffentliche oder private Informationen zu erfassen. Nach der Erstellung können Sie die Ausgaben zu dem Bericht hinzufügen. Wählen Sie ein Datum und das Projekt, zu dem die Rechnung gehört. Wählen Sie Typ, geben Sie eine Beschreibung ein und geben Sie den Betrag ein. Wählen Sie die Menge und klicken Sie auf Hinzufügen. Sie können Dokumente wie gescannte Rechnungen oder Quittungen hochladen. Beachten Sie, dass Sie in derselben Spesenabrechnung nur mehrere Zeilen hinzufügen können, sodass Sie nur eine Spesenabrechnung pro Woche oder Monat erstellen können. Klicken Sie nach dem Erstellen der Spesenabrechnung auf Validieren und zur Genehmigung einreichen. Klicken Sie nach dem Erstellen der Spesenabrechnung auf Validieren und zur Genehmigung einreichen, um die Spesenabrechnung zur Genehmigung einzureichen. Beachten Sie, dass eine E-Mail automatisch an den Genehmigenden gesendet wird. Genehmigungsworkflow. Auf diese Weise erstellte und zur Genehmigung eingereichte Spesenabrechnungen warten im entsprechenden Dashboard des Vorgesetzten oder Administrators auf die entsprechenden Maßnahmen. Der Vorgesetzte oder Administrator kann jetzt die Spesenabrechnung überprüfen und geeignete Maßnahmen wie Genehmigung oder Ablehnung ergreifen. Beachten Sie, dass automatisch eine E-Mail an den Anforderer gesendet wird, um ihn über die Genehmigung oder Ablehnung zu informieren. Benutzer können Spesenabrechnungen auch ändern. Verwenden Sie die Option Duplizieren, um eine neue Spesenabrechnung basierend auf einer vorhandenen zu erstellen. Anzeigen von Spesenabrechnungen und Statistiken. Verwenden Sie die entsprechenden Menüs, um die Liste der Spesenabrechnungen anzuzeigen. Spesenabrechnungen können basierend auf dem Status jedes Berichts überprüft werden. Zum Beispiel Entwurf, validiert, genehmigt, bezahlt, storniert oder abgelehnt. Die Statistik bietet eine grafische Vogelperspektive aller Spesenabrechnungen. Wählen Sie die erforderlichen Filter aus, wenn Sie nach bestimmten Spesenabrechnungen suchen. Sie können die Statistiken sowohl in tabellarischer als auch in grafischer Form anzeigen lassen. Es gibt auch viele andere Funktionen, die über die Einstellungen aktiviert werden können. Wie bei den meisten Dolibar-Modulen können Sie auch eigene benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Ihre Spesenabrechnungen zu beschreiben. Sie können Ihre Spesenabrechnungsdatenbank außerdem exportieren. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video-Tutorial angesehen haben. Besuchen Sie www.dolibar.org, um mehr zu erfahren.